Als wir uns über das neue Konzept der Europa 2 Gedanken gemacht hatten, war eine der Säulen natürlich auch Sport. Jeder von uns hat heute die Thematik, fit bleiben zu wollen, fit werden zu wollen oder etwas präventiv für seinen Körper zu tun. Und was ist authentischer als von einer der erfolgreichsten Skirennläufer der Welt, ein Programm präsentiert zu bekommen, mit ihrem Programm machen zu können oder ihren Trainern, verbunden mit unseren Trainern. Das hat uns eigentlich daran gereizt und wir haben gedacht, das ist ein absoluter Mehrwert, den wir unseren Passagieren bieten können. Ich habe natürlich während meiner Karriere, also es ist ja nicht so, dass wir immer nur im Winter Ski gefahren sind und den Rest vom Jahr sind wir irgendwie, haben wir Urlaub gemacht, sondern wir haben natürlich hart trainiert im Sommer immer und da habe ich einfach viele Erfahrungen sammeln können. Dabei ist einfach die Idee entstanden, weil mich auch viele Leute immer wieder gefragt haben, du hast ein paar Tipps zu Training und was soll ich machen, und deswegen habe ich mir dieses Konzept erarbeitet und möchte das jetzt gern den Leuten hier am Schiff auch schmackhaft machen. Und es geht los mit einem Fitness-Check-up, einfach um den Ist-Zustand der jeweiligen Teilnehmer sozusagen zu testen und dann auch ein individuelles Programm für die zusammenstellen zu können. Ich fand es spannend. Ich fand es vor allen Dingen auch spannend, weil es jeder machen kann und die Intensität und den Umfang man selbst bestimmen kann. Die Sportmöglichkeiten hier sind super, das war auch ganz wichtig für mich, dass ich wirklich hier gut Platz habe und die richtigen Geräte, um halt das Fitnesstraining dann auch richtig hier machen zu können. Und auch ansonsten die tollen Restaurants, die tollen Kabinen, also ich bin ganz begeistert. Also unser ganz großes Ziel ist, dass unsere Passagiere, die Sportinteresse haben oder Fitnessinteresse haben, von Bord gehen und sagen, ich habe für mich einen persönlichen Mehrwert mit nach Hause genommen und ich kann zu Hause auch weitermachen.